Hallo äh, zusammen, hier ist wieder Archela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir nur als Necrolord absolvieren können, denn wir brauchen einmal die Monstralitätenfabrik dafür. Wir finden das Achievement unter Erweiterungsfeatures und dann Packzanken und heute geht es um... Leider machen Monstrositäten. Für dieses Achievement müssen wir 25 der unten aufgelisteten Modeaccessoires durch die Kunst der Monstrositätenflickerei erschaffen. Zusätzlich gibt es dann noch das Achievement. Mode, Monstrosität und für dieses müssen wir halt alle bauen. Ja, heißt, für das eine Achievement müssen wir 25 bauen und fürs andere, alle, ich meine, es sind insgesamt 35. Für das Meta-Achievement brauchen wir aber wohlgemerkt nur die 25. Heißt, ihr müsst fürs Meta-Achievement nicht unbedingt alle machen, da brauchen wir nur den kleineren Erfolg. Für den größeren muss es dann halt nochmal 10 Punkte zusätzlich gibt, muss man dann halt alle bauen. Wie funktioniert das Ganze? Wir brauchen, wie schon zu erwarten war, einmal die Monstrositätenfabrik. Und zwar, wenn wir alle bauen wollen, müssen wir das auf 5 haben. Für das andere Achievement reicht tatsächlich die Stufe 4 auf jeden Fall schon aus. Ich weiß nicht, vielleicht reicht auch 3 aus, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mit 4 auf jeden Fall das 25er Achievement machen können. Mit 5, also 5 brauchst du aber auf jeden Fall für das letzte Achievement, weil ein paar Sachen werden erst mit Stufe 5 freigeschalten. Gut, wie funktioniert das Ganze? Wir haben einmal die Monstruositätenfabrik und können dann hier verschiedene Modeaccessoires herstellen. Wir können ähm, verschiedene Köpfe herstellen, wir können verschiedene ähm, Schulterteile herstellen, wir können verschiedene Rückenteile herstellen und sonstige Sachen. Was können wir mit dem Zeug machen? Wir können nämlich unsere Monstrositäten ausrüsten. Damit wir nehmen jetzt einfach mal hier ähm, Einigkeit und dann können wir ihm hier Sachen auswählen. Zum Beispiel den Kopf. Ne? Können wir zum Beispiel sagen, äh, du kriegst einen Eierhut. Ja? Dann müsste er. Ja, siehst, seht ihr, er hat hier so einen Hut drauf. Oder wir können sagen, er kriegt irgendwas anderes, einen Rücken, ähm, Fass, Fass mit Fischen. Ja, dann hat er einen Fass mit Fischen drauf. Also wir können die individuell zusammenbasteln. Davor müssen wir sie aber einmal herstellen. Ja? Und ähnlich wie die bei den Monstrositäten an sich, die wir einfach ähm, hier craften können, können wir die Sachen craften. Mit höherer Stufe werden die Pläne einfach hier quasi implementiert. Ihr müsst keinen Plan selber finden oder so. Umso höher eure Stufe ist, umso mehr kriegt ihr die Pläne hier rein. Ähm, außer einer, aber da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Gut. Wie funktioniert das dann? Ihr habt dann hier diese Sachen und ihr braucht meistens 2-3 äh, Mats. Oft sind es formbares Fleisch, was ihr einfach von allen Mobs in Shadowlands kriegt. Oder ihr braucht einfach den ganz normalen ähm, Schleierstoff. Ne? Und dann braucht ihr immer noch spezielle Mats. Ihr seht hier, da steht dann Monstrositätenfleckerei dran. Ne, unten mit dran. Und da seht ihr schon, das sind besondere Mats, die ihr nur als Monstritätenflickerei mats habt. Und die werden aber auch als Handwerksmaterialien gezählt. Heißt, die könnt ihr hier unten, wie ihr seht, zum Beispiel diesen Hut, auch auf die Bank packen. Manche Sachen kriegt ihr ganz am Anfang und könnt sie noch nicht verwenden. Packt die einfach hier in eure Handwerksmaterialien rein. Dann könnt ihr sie auch von der Bank aus verwenden, so als kleiner Tipp. Und dann könnt ihr einfach so ein Zeug herstellen. Ich würde mal sagen, wir stellen jetzt mal das her, was mir noch fehlt. Das sind hier die rudimentären Schwingen. Wir stellen das einfach her. Und ähm, dann seht ihr, haben wir, ploppt es einfach auf, dass wir das als matt ähm, hergestellt haben, ne? als Erfolgsfortschritt. Wir haben nichts im Inventar und können das dann einfach bei den Typen ausrüsten. Ich habe jetzt halt noch das Achievement gekriegt, dass ich die ganzen, nicht meine, 35 Teile fertig habe. Und wir schauen uns jetzt einfach mal zusammen komplett an, wo ihr ähm, hin müsst, beziehungsweise was ihr machen müsst, um die Sachen zu kriegen, denn teilweise ist es tricky. Manchmal kommt das einfach random aus Kisten mit raus, manchmal muss man einen bestimmten Rare töten, manchmal muss man eine bestimmte Position hin oder man braucht halt einfach auch ein bisschen Glück, um das ein oder andere kriegen zu können. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es jetzt nur noch eins, zwei Teile fehlt äh, und ihr das eher schriftlich sehen wollt, auf Hätte, hat hier jemand äh, eine schöne Auflistung auch gemacht, da habe ich auch relativ viel von ähm, meinen ähm, Versuchen rausziehen können. Es sind nicht alle Sachen drin, aber die meisten zumindest. Und das werde ich euch einmal nochmal hier unten rein verlinken. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns die einzelnen Teile an. Wir fangen jetzt einfach mal oben an und gehen mal bis ganz nach unten runter. Als erstes haben wir hier den Adretten-Zylinder und da haben wir einfach nur Stoff, den könnt ihr überall finden oder mal Auktionshaus kaufen und übergroßer Hut. Und den übergroßen Hut. Den bekommt ihr durch verschiedene Wege. Es gibt eine bestimmte ähm, Kiste in Revendreth, so eine Secret Chest heißt sie, da kann man die herkriegen. Viel einfacher könnt ihr es aber bekommen: einmal durch Cordy, das ist einer der NPCs hier, ähm, wo man dann mit Cordy einen extra Button klickt. Das kennt ihr sicher, wenn ihr hier schon mal die, äh, die Weekly Quest gemacht habt. Der läuft rum. Ähm, gräbt so Schätze aus und in diesem Schatz kann über unter anderem der übergroße Hut drin sein und dementsprechend ist es relativ einfach zu farmen. Eine zweite Option ist dann äh, Zahnstocher. Das ist auch ein Mob, den man hier mitnehmen kann. Hier hinten haben wir ihn. Der hat dann den Feature, dass er einmal auf den Boden stampfen kann und da gibt es ja auch mehrere World Quest oder mehrere Weekly Quests, wo man das machen muss. Und dann kann er quasi eine Kiste rausholen. Und in der Kiste kann dann auch der Hut drin sein. Also es gibt da verschiedene Wege. Dann als nächstes die Blutkrone. Da haben wir den Kranz des Adenwalds. Und ähm, dann hier noch so ein Kräuterzeug. Das könnt ihr euch einfach im Auktionshaus kaufen. Den Kranz des Adenwalds. Den bekommen wir unter anderem ähm, auch über Zahnstocher. Und zwar, wenn wir im Adenwald äh, eine Quest haben. Äh, Old Stumpy Ground schimpft sich die im Englischen. Und wenn ihr dann im Adenwald die Quest offen habt und mit ihm rumsucht, dann gibt es eine Buried Cage, heißt das. Und da kann quasi der Kranz drin sein. Heißt, wir nehmen auch wieder Zahnstocher mit und tun im Adenwald die Kiste ausbuddeln mit seiner Sonderfähigkeit. Das nächste, was wir haben, ist dann Dundas Hut. Und ähm, ja, so heißt sowohl der Hut als auch dementsprechend das Item, was wir brauchen, Dundas Hut. Zusätzlich brauchen wir dann noch ein bisschen Stoff. Und ähm, Dundas Hut können wir von einem NPC kaufen. Und zwar Kiri Klangklinge, schimpft sich der. Und der befindet sich hier oben am Flugpunkt. Das ist etwa bei den Koordinaten 54. Ne, 5430, genau, hier oben am Flugpunkt. Also einfach den Typen anquatschen. Kiri Klangklinge, der verkauft uns dann dementsprechend den Hut. Als nächstes haben wir dann den Eierhut. Und für den Eierhut braucht man formbares Fleisch. Wie gesagt, das kriegen wir von allen NPCs hier aus Shadowlands. Und dann haben wir zerbrochene Eierschalen. Und diese zerbrochenen Eierschalen, die können wir uns bei einem NPC kaufen. Und zwar Mama Tomalin. Das ist dieser Mob hier. Das hat die aber nur im Angebot, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Und vorher eine Voraussetzung. Und zwar hat sie auch eine Quest, die nennt sich Baker's Dozen. Und dafür müsst ihr 5, ähm, ja, nee, 13. Von diesen Gorn-Eiern im Ardenwald holen. Heißt, das ist halt eine von ihren Weekly-Quests, die, die sie gibt. Die switchen ja immer mal wieder durch. Und die müsst ihr vorher einmal erledigt haben. Und erst dann könnt ihr dementsprechend diesen, diese Eierschalen euch hier quasi kaufen. Das nächste Item, was wir haben, Festtagsmütze. Dafür braucht man auch wieder Formblas, Fleisch und schwerer Seidenfaden bzw. roter Farbstoff. Diese beiden Materialien könnt ihr euch, wenn ihr mal kaufen oder wenn ihr clever seid, geht ihr einfach in Ogremar oder in SW zum Schneiderlehrer und da stehen NPCs rum, die verkaufen das Zeug beides und dann müsst ihr halt nicht horrende Auktionshauspreise zahlen. Also da müsst ihr einfach nur ins Auktionshaus einmal gehen oder zum Händler. Dann haben wir als nächstes die Kochmütze. Und die Kochmütze, die verkauft auch hier uns dieser NPC. Ne, müssen wir wieder zu Mama rüber. Die wird auch einfach verkauft. Zusätzlich brauchen wir noch ein bisschen Stoff. Den solltet ihr aber so relativ easy ähm, gedroppt bekommen oder vom ähm, ja, Auktionshaus. Übrigens für die sauberen weißen Hut, ne, diese Kochmütze, ähm, braucht ihr anscheinend keine Voraussetzung. Also da gibt es keine Quest, die ihr vorher erledigt habt. Die kriegt ihr einfach. So, dann als nächstes haben wir Krone der äh, Unwürdigen und dafür brauchen wir poröse Steine. Die kriegt ihr relativ günstig aus dem Auktionshaus oder ich meine, als Bergbau könnt ihr euch die selber holen, sind aber Abfallprodukte und sind meistens für wirklich wenige Silber nur im Auktionshaus. Und dann haben wir noch längst verloren geglaubte Krone. Und ähm, diese längst verloren gelaubte Krone, die kriegen wir auch wieder über Cordy. Das ist der kleine Typ, den man rumflitzen lassen muss. Und der buddelt ja die Schätze aus und dementsprechend in einem von den Schätzen kann das Ding drin sein. Dann kommen wir zum nächsten Item und zwar zu dem Piratenhut. Da brauchen wir wieder ein bisschen Stoff und ein außerweltlicher Hut. Und diesen kriegt ihr durch Cordy, wenn ihr ein bisschen rumscheucht und Schätze suchen lasst. Dann haben wir... Das rote, rote Augenlinse und dafür braucht ihr einmal hier diese Handvoll Bolzen und den Fluxus. Die beiden könnt ihr von einem Inji-Lehrer bekommen oder einem Inji-Händler. Könnt ihr das einfach kaufen, beziehungsweise wenn ihr da nicht suchen wollt, könnt ihr das auch einfach im Auktionshaus erwerben. Dann die wendje brille die bekommt ihr ebenfalls durch Cordi. Oder ähm, durch Zahnstocher bei den beiden Worldquests, die in Revendrest stattfinden. Also einfach Zahnstocher mitnehmen und in Ravendrest bei den Worldquests ein bisschen auf dem Boden herumstampfen. Dann gibt es den Schädelpilz. Und für den Schädelpilz brauchen wir formbares Fleisch und zusätzlich Fungus H. -Tonicum. Und dieses Fungus H. gibt's gibt es von einem NPC, der verkauft uns das. Der heißt Tonja Tollkopf und Tonja Tollkopf befindet sich hier bei der Weggabelung, hier in der Mitte, auf den Koordinaten 40, 41. Dann kommen wir zum nächsten Item und zwar Schädelschoner, schimpft sich das. Da brauchen wir auch wieder ein bisschen formbares Fleisch. Und dann ein Item, ungewöhnlich großer Schädel, schimpft sich das. Und das gibt es wieder durch verschiedene Sachen. Wir können Cordy losschicken, schicken, der kann es uns droppen. Dann ähm, gibt es eine Quest beim Zahnstocher, also bei jeder Quest kann das mit in einer Kiste drin sein, die ihr rausholt. Und ähm, dann gibt es noch einen NPC, Endlaura, schimpft sich der. Und dieser Endlaura befindet sich in Ravendrest. Und zwar haben wir den hier, Endlauer, das ist ein Rare und der kann das Ding auch droppen. Also, sprich, hier gibt es drei Wege, sich das zu besorgen. Wenn, dann haut er gezielt den Rare um oder ihr packt einen der beiden anderen NPCs aus. Als nächstes haben wir Strahlenkranz der Reinheit und da brauchen wir dann einmal so einen ähm, Edelstein hier. Den gibt es einfach im Auktionshaus oder wenn ihr Juwel seid, könnt ihr selbst die Erze aus Shadowlands sondieren und kriegt dementsprechend die. Aber ich würde euch einfach empfehlen, kauft es im Auktionshaus, so, es kostet zwischen 1 und 10 Gold. Einer von denen, sie also sind relativ günstig. Und dann haben wir Schwebender Reif. Und dieser schwebende Reif, den könnt ihr euch in der Kiste holen. Und zwar ist die Kiste hier in der Bastion und die ist hier, ne? Truhe des Wolkenwanderers und ähm, wie, die schwebt halt mitten in der Luft, ne? Und ihr müsst quasi, hier unten ist so eine Blume und dann könnt ihr auf die erste Blume, auf die zweite, die dritte, das hüpft ihr so hoch, bis ihr zu der Kiste kommt. Die könnt ihr, glaube ich, nur einmal die Woche looten und da ist dann dementsprechend das Item drin. Bei mir war sie das erste Mal drin. I don't know, ob das Glück war. Vielleicht müsstet ihr auch ein, zwei Wochen hintereinander aufmachen. Dann haben wir den letzten Hut und zwar Zauberhut oder Zaubererhut und, und dafür brauchen wir wieder ein bisschen Stoff und großer Schlapphut. Und diesen großen Schlapphut, den können wir uns wieder bei einem NPC kaufen, diesmal hier in Revendreth und zwar hier unten bei den Koordinaten 51, 78. Dort ist ja ein NPC, der verkauft uns Sachen für verschiedene Fleische, der heißt True. Und der kann das Item verkaufen. Und ihr braucht halt immer, irgend, jeden Tag ist es anders, irgendein Fleisch aus Shadowlands. Ne? Also heißt, ähm, ihr müsst da am besten mal vorbeischauen und gucken, was er braucht. Da oben ist übrigens ein Postkasten. Falls ihr das Auktionshaus Mount habt, könnt ihr da auch schnell <laughs> das, das Fleisch dann kaufen, und dann wieder zurückkommen. Sonst müsst ihr halt irgendwo anders, wenn dann schon mal alles Fleisch vorbereiten oder halt zweimal hinlaufen. Weil, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, was bei euch, welches Fleisch er als Währung hat, weil es halt ein bisschen random ist. Dann kommen wir jetzt zu den Schultern. Mit den Köpfen sind wir jetzt einmal durch und da haben wir als erstes abgerichtete Leichenläuse und dafür brauchen wir formbares Fleisch und dann auch selbiges Item, abgerichtete Leichenläuse. Dieses Item, das kriegen wir von dem Rare und zwar haben wir den ähm, hier oben, das ist Smorgas der Schmauser und der kann das einmal droppen. Ich habe es tatsächlich beim ersten Mal gekillt, als ich das hier dann auch craften konnte. Das sei immer dazu gesagt, ähm, mir scheint so, ob man erst die Teile kriegt, wenn man auch die Monstrositätenfabrik so hoch hat, dass man quasi damit was anfangen kann. Zumindest war es bei mir bei den Rares so. Als nächstes haben wir Klebrige Katze und dafür brauchen wir Formares Fleisch und Schleimkatze. Und Schleimkatze ist ein Item, das wir uns ähm, holen müssen und zwar müssen wir das looten. Das befindet sich einmal etwa hier unten im Haus der Seuchen und wie wir da genau am besten hinkommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ihr könnt ja über zwei Wege hingehen, wenn ihr benutzt den Port ne, beim Flugpunkt oder ihr macht es so wie ich, dass ihr hier auf diesen höchsten Punkt hochläuft, dann den Goblin Gleiter zieht und dann einmal hier komplett runtergleitet. Ne? Alternativ könnt ihr halt durch dieses komplette ähm, gesupptes Gebiet durchlaufen, wo es dann halt auch den Debuff gibt und die ganzen ekligen Mobs sind. Oder wie gesagt, ihr fliegt so wie ich mit dem Goblingleiter einfach hier direkt hin. Und dann seht ihr, steht da drüben auf einem von diesen kleinen Inselchen die Katze, die lootet ihr und dann habt ihr das Item. Mehr ist es nicht. Also hier nochmal vielleicht äh, auf der Map, da seht ihr, wo das Ding ist. Und ja, mehr müsst ihr da tatsächlich auch nicht machen für. Dann das nächste, was wir craften können, ist die schöne Kerzenanrichte. Und dafür braucht ihr mal Draxuskerzen. Und diese könnt ihr euch beim NPC kaufen. Atticus schimpft sich der, wenn ihr die Monstrositätenfabrik auf Stufe 5 habt. Dann könnt ihr euch das nur kaufen. Dann haben wir Schultersporen. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und Fungus Fungushartonikum. Und das hatte ich ja euch vorhin schon gezeigt. Das könnt ihr hier bei dem NPC in der Weggabelung hier in Maldraxus kaufen. Als nächstes haben wir dann ähm, Trumper und dafür braucht man wieder formbares Fleisch und kleines bewegliches Skelett. Und das kann ein bisschen nervig sein. Nämlich für das kleine bewegliche Skelett müsst ihr einmal nach revendrest und dort habt ihr. Ähm, hier oben müsste es sein. Genau hier. Da sind so, ähm, so, ja, so Grüfte. Und diese Grüfte könnt ihr mit Schlüsseln aufmachen. Und ihr müsst diese Grüfte aufmachen und die Schlüssel bekommt ihr von den ganzen Mobs, die hier rumlaufen. Am besten kann man es hier farmen von diesen Gräbern. Also ihr haut die Gräber hier um, kriegt Schlüssel, macht die, die Gruft hier auf oder mehrere Grüfte. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Kiste und in der Kiste ist dann dementsprechend das Item drin und ja das kann aber ein bisschen dauern ne? wenn ihr pech habt müsst ihr halt einige Grüfte aufmachen weil nicht immer die kiste drin ist sondern auch mal npc's und andere geschichten also das ist ein bisschen nervig tatsächlich dann kommen wir zu den nächsten items und zwar fragwürdige puppe und dafür brauchen wir formbares fleisch und einmal ausgestopftes konstrukt und dieses ausgestopfte konstrukt können wir von einem npc kaufen und das ist einmal einäugiger Jobbi und der befindet sich hier, ne, etwa bei den Koordinaten 53, 41. Einfach zu dem Typen hingehen und das Ding kaufen. Das nächste, was wir haben, ist Vogel der Freude und dafür brauchen wir wieder das Fleisch und ein Item heißt auch Vogel der Freude und dieses können wir ebenfalls kaufen und zwar ist das diesmal in der Bastion und hier ähm, sind wir hier unten. Gehen wir ein bisschen näher ran. Da haben wir einen Händler Tabix und der ist etwa hier, da steht er bei den Koordinaten 33, 37 und 30, Händler Tabix und der verkauft uns das und dann können wir das einfach auch craften. Gut, und damit sind wir mit den Schultern tatsächlich auch durch. Dann kommen wir als nächstes zu den Rückenteilen. Und zwar haben wir da als erster energieloser Gravitationsrucksack. Und dafür brauchen wir zwei Items, die vielleicht der ein oder andere aktive BFA-Mechagon-Spieler noch kennt: Energiezelle und Kiste mit Ersatzteilen. Und diese beiden Items kriegen wir beide auf der Insel Mechagon. Heißt, wir müssen einmal zurück nach BFA, ins geliebte BFA, Zwinger, Zwinger, und zwar auf die Insel Mechagon. Und hier ähm, können wir uns die holen. Wahrscheinlich habt ihr vielleicht noch ein paar auf der Bank liegen. Wenn nicht, dann fliegt ihr hier einfach rum und öffnet die Kisten. Da könnt ihr ähm, ja, beide Items bekommen. Beziehungsweise die aufgeladenen, ähm, die aufgeladenen Energiezellen könnt ihr auch über eine Quest aufladen, die ist aber nicht immer am Start. Und zwar hier in dem Lager. Ich meine, hier könnt ihr die Unaufgeladenen aufladen, weil ich kriegt in den Kisten nicht nur aufgeladene Energiezellen, sondern meistens leere und dann müsst ihr die hier halt einmal aufladen. Ja? Ähm, wenn ihr hier auf Mechagon nichts gemacht habt, dann müsst ihr halt länger rumfliegen und Kisten aufsammeln, bevor ihr jetzt die ganzen Quests macht, bis ihr zum Aufladen kommt, dauert vielleicht ein bisschen. Genau, also da kriegt man die beiden Mats? Vielleicht habt ihr die auch noch auf der Bank liegen. Übrigens ähm, die Ersatzkisten, die müsst ihr bei einem NPC umwandeln. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, wenn ihr keine kompletten Kisten kriegt, könnt ihr das auch im Lager ist so ein NPC. Da müsst ihr ein paar Quests machen, dann kann, könnt ihr den am Anfang freischalten und der wandelt euch 250 von den kleinen ähm, kleinen Teilen um in diese in diese quasi Ersatzkistenkiste. Ne? Also ähm, wenn ihr die Kisten nicht direkt droppt, sondern die kleinen Teile, könnt ihr die halt umwandeln. Aber da müsst ihr ein bisschen in die Insel reinspielen, dass ihr dementsprechend die Option habt. Dann als nächstes können wir fast mit Fischen und basteln und dafür braucht ihr einfach die kompletten Fische hier aus Shadowlands, heißt wenn dann selber angeln in den verschiedenen Zonen oder einfach im Auktionshaus kaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt dürften die nicht mehr sonderlich teuer sein. Als nächstes haben wir Ingenieursrucksack und dafür ähm, braucht ihr wieder Ingenieursmats Wie gesagt, einfach zum Ingenieurshändler eures Vertrauens gehen und die kaufen und dann haben wir leeres äh, Schlummertrunkfass und dieses leere Schlummertrunkfass, das kriegt ihr indem ihr es einfach anklickt und ähm, ja wir müssen einmal hier hinten rein hier ins Haus der Auserwählten bei den Koordinaten 37 75 ist ein eingang und da müsst ihr rein und ich meine ihr müsst dann äh, wenn ihr reinlauft quasi nach links und dann nochmal Nochmal nach links. Also, ihr lauft rein in den Gang, dann geht es links hoch und dann nochmal in den Gang links. Und da steht dann einfach ein Fass drin, das müsst ihr aufmachen. Das habe ich leider nicht mit aufgenommen aufgen und man kann es, glaube ich, nicht nochmal dann aufmachen. Also, einfach hier links und nochmal rein. Nicht hundertprozentig sicher, ob es da war. Das habe ich vor einer Weile schon gemacht. Ne? Aber auf jeden Fall ist es da drin. Dann ist das nächste Item hier die Panzerung. Und für die Panzerung braucht man peröse Steine. Einfach im Auktionshaus holen und dann haben wir schwarzstahl Rückenplatte. Und die Schwarzstahl-Rückenplatte, die kriegt ihr aus der Schwarzhundkiste raus. Und die kennt vielleicht schon der ein oder andere, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Die Schwarzhundkiste, ähm, die habe ich heute schon aufgemacht, die befindet sich hier unten. Und diese Schwarzhundkiste ist hinter einem Gitter. Wenn das Gitter offen ist, habt ihr Glück, könnt ihr einfach reinlaufen und sie so looten. Da sind ein paar Elite-Mobs davor. Heißt, man muss es, wenn dann schnell looten oder. Man haut die halt um. Das ist etwa bei den Koordinaten 44-40. Und wenn die nicht offen ist, dann ähm, müsst ihr am besten Server hoppen. Oder ihr könnt es auch selber öffnen als Necrolord, indem ihr ein paar Bandagen bastelt, äh, Visektus rausholt und ihn quasi komplett hier ähm, mitbegleitet. Der läuft bis hier hin und lasert es dann auf. Ne? Also er macht dann dementsprechend einfach ähm, das Tor auf. Dauert aber ewig. Ich bin meistens faul. Server hoppe einfach nur so lange, bis es irgendwo offen ist. Dann muss ich es nicht selber aufmachen. Aber ihr könnt es auch selber aufmachen, wenn, wenn ihr keinen Server findet, wo es offen ist. Genau, dann ähm, haben wir das auch. Das nächste ist Rückenpilze. Und für diese Rückenpilze brauchen wir fungus tonikum mittlerweile, ne? Das dritte Mal von dem NPC hier. Da haben wir uns ja schon ein paar Mal geholt. Übrigens, ihr könnt immer nur eins tragen, ne? Also wenn ihr die drei Teile, wo das fungus tonikum benötigt wird, ähm, alle craften wollt, müsst ihr immer wieder hinlaufen, wieder zurück, weil die einzigartig sind. Total dumm gelöst. Und das zweite Item, was wir ähm, dafür noch brauchen, ist einmal das hier. Todesschickling-Samen. Und diesen Samen bekommen wir von dem NPC. Todeschickling, ne? einfach den Rare umhauen und der droppt euch dementsprechend dann das Item. Zusätzlich ähm, brauchen wir da noch Fle äh, formbares Fleisch, ne? aber das kriegt ihr von den ganzen Mobs. Dann haben wir als nächstes Rucksack des sicheren Fallens. Und den Rucksack des sicheren Fallens, da brauchen wir einmal ähm, Schleierstoff und Bausatz für sicheres Fallen. Und den Bausatz ähm, für sicheres Fallen, der ist tatsächlich ein bisschen tricky. Und zwar sind wir äh, hier hinten, etwa bei den Koordinaten 60, äh, 44, irgendwo hier so, da stehen zwei Säulen. Ne? Und auf der, wenn wir jetzt von hier kommen, auf der rechten Säule, äh, ist auf der Säule oben quasi der Bausatz. Ja? Und da kommt ihr eigentlich nur durch einen Weg hoch. Es gibt hier in der Nekropole, äh, äh, hier in Maldraxus gibt es eine Nekropole, wenn ihr den. Ähm, wenn ihr quasi einmal dieses Transportnetzwerk ein bisschen ausgebaut habt. Ich meine auf zwei schon, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, fliegt die hier rum und dann müsst ihr quasi in den Sitz des Primus rein, in die Nekropole und dann, wenn ihr etwa hier oben seid, mit diesem Vogel sprechen und der fliegt euch dann runter. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal kurz an. Also ihr lauft hier dann einmal in euren Sitz des Primus rein. Und dann hoffe ich mal für euch, dass ihr das Transportnetzwerk ein bisschen ausgebaut habt. Und jetzt müsst ihr das richtige Portal finden. Das ist das hier in der Mitte. Wenn das nicht bei euch aktiv ist, müsst ihr euer Transportnetzwerk ein bisschen weiter abbauen. So, das portet euch jetzt dann hoch zu dieser Nekropole. Ja? Die fliegt einmal in Maldraxxus außen rum und zwar immer im Kreis. Und jetzt ist es so, dass wir hier, ich habe erst versucht runterzuspringen, das geht nicht. Ihr müsst hier einmal diesen Vogel anquatschen und ähm, mittels diesem Vogel wollen wir da runterfliegen. Ihr müsst halt schauen, wo ihr auf der Map seid, und der springt dann so runter. Ich habe hier den Goblin-Gleiter eingesetzt, dann komme ich nämlich näher quasi an diese Säule ran. Ihr seht, hier sind zwei Säulen, eine rechts und eine links, und wir brauchen hier diese rechte Säule. Und jetzt flattern wir hier runter. Mit dem Vogel kann man auch an einer bestimmten Stelle quasi hinspringen, aber ich habe es lieber safe mit dem Goblin-Gleiter gemacht. Dann könnt ihr einmal diesen Bausatz looten, und das war es im Endeffekt. Ne? Ich wüsste keinen anderen Weg, wie ihr ohne diese Nekropole quasi hier hochkommen sollt. Ne? Also einen anderen Weg fällt mir tatsächlich nicht ein. Dann kommen wir zum nächsten Item, und zwar Rucksack von Sammler Cash. Und dafür brauchen wir formbares Fleisch und Cash-Plunderbeutel. Und wer hätte es gedacht, ähm, wir können den von Sammler Cash bekommen. Und zwar ist es ein Rare, der befindet sich hier unten bei den Koordinaten 48 23, dann kann es aber anscheinend auch noch von einem anderen NPC kommen und zwar Leichenschneider ähm, Morok. Der ist aber deutlich stärker und ähm, ja, man könnte den auch umhauen, aber wie gesagt, Sammler Kasch droppt's droppt es auch und der ist wesentlich easier. Und dann haben wir es auch anscheinend noch von Gress, der hat aber auch ein bisschen mehr Leben, da könnte es aber theoretisch auch von bekommen. Dann ähm, gucken wir mal das nächste Item an. Und zwar rudimentäre Schwingen. Das war ja mein letztes Item, was mir noch gefehlt hat. Da brauchen wir einfach formbares Fleisch, hochwertige Teile und ähm, rohe Seraphan-Flügel. Und das ist einfach, ja, ne Item, was wir bei Kochkunst auch brauchen können, das können ihr einfach im Aktionshaus kaufen. Ne? Oder die so Mob selber umhauen, aber ich weiß gar nicht, was das droppt. Ich habe mir die Dinger einfach mal Haar gekauft. Das haben bei mir auf dem Server 2 Gold pro Stück gekostet. Also es war marginal tatsächlich. Dann als nächstes haben wir 6 ähm, Meilen-Rucksack. Und da brauchen wir einmal formbares Fleisch. Und den 6 Meilen-Rucksack. Und den kriegen wir ver durch verschiedene Quellen. Und zwar einfach wieder durch Cordy. Dann durch den Zahnstocher in allen möglichen Quests können wir es kriegen. Und dann gibt es anscheinend noch eine Stelle in äh, Ravencrest, wo man das looten kann, wo man einen Goblin-Gleiter aber braucht, um hinzukommen. Ganz ehrlich, ich habe das einfach durch, glaube ich, Cordy bekommen. Und dementsprechend habe ich das nie gemacht, aber das Ding soll hier unten sein bei den Koordinaten 58, 84 in Revendreth. Da kann ich jetzt euch aber nicht zeigen, wie man da genau hinkommt, weil ich habe das, wie gesagt, über Cordy geholt und habe das nebenbei bekommen. Ich vermute irgendwo, dass man hier hoch muss und dann mit dem Goblin-Gleiter hier rüber gleiten, dass man da rankommt. Dann haben wir jetzt noch ein einziges Teil, und zwar das Seuchenpaket. Und ähm, dafür braucht ihr einfach nur hochwertige Teile, dass ihr das craften könnt. Das Problem ist, wir brauchen zwar nur die hochwertigen Teile, aber das ist ein bisschen tricky. Das ist das einzige Teil, was wir quasi... Ähm, aktiv aktivieren müssen. Es ist nämlich so, dass wir dieses Seuchenpaket nur bekommen können, wenn wir ein bestimmtes Transmog-Teil uns holen. Ich kann jetzt mal euch auch mal zeigen, ähm, wir basteln das jetzt mal hier als Schulter, äh, nee, als Rücken drauf. Wo haben wir es? Ähm, Seuchenpaket. Und ihr seht schon, wie es aussieht. Der ein oder andere weiß sicher, was ich meine. Es gibt nämlich zwei Transmog-Teile. Und zwar ähm, Vorlagen. Rücken und ähm, hier sind die. Ne? Die, das, die sehen nämlich genauso aus, und eins von den beiden müsst ihr euch holen. Das ist nämlich der marklose Eindämmungsrucksack und dann schäbiger Eindämmungsrucksack. Diese beiden Dinger gibt es, und einen von den beiden braucht ihr, und erst dann könnt ihr das Teil craften. Wo kriegt ihr die her? Ähm, einen von beiden kriegt ihr durch Blubberblut, hat eine relativ. Hetzende drop Dropchance, schäbiger Eindämmungsrucksack, da habe ich ja auch schon mal ein Transmog-Video dazu gemacht. Ne? Das ist der leichtere. Und ähm, das zweite Teil könnt ihr beim Reservoir der gemischten Monstrositäten bekommen. Und dann gibt es einen Mob, der schimpft sich Öliger InfaniBrat und das ist der schwierigste von denen, weil da müsst ihr in dieses in dieses Becken quasi von allem 10 reinhauen und ihr wisst, wenn ihr da schon mal wart, dass da immer irgendwelche Hongs dann die Mischung am Ende versauen und zehnmal das Gleiche ist am schwierigsten und dieser ähm ja, infanibrat typ der ölige Infanibrat, der kann ein Item droppen. Und dieses Item startet eine Quest, wo man ziemlich viel Zeug für machen muss, für diese Quest. Und am Ende kriegt man den Rucksack. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht und auch gezeigt, wo man was dann besorgen muss. Aber eins von diesen beiden Items braucht ihr und erst dann kriegt ihr quasi das Paket. Da müsst ihr zwar dann kein Special-Item mehr für holen, aber, das ist das aber da müsst ihr halt vorher erstmal aktivieren. Ne? So viel äh, zu dem Ding. So, dann kommen wir zum Endsport und dann schauen wir uns nämlich die letzten vier Teile an. Die werden gelistet unter Sonstiges. Und als allererstes haben wir dann die Bedienungsanleitung. Und für diese Bedienungsanleitung brauchen wir einmal das dunkle Pergament, was wir uns bei einem Inschriftenkunde, Lehrer und besorgen können. Und zum anderen haben wir Fleischnarz-Aufzeichnungen und diese Fleischnarz-Aufzeichnungen kriegen wir von einem Rare und der schimpft sich Giga hier in Madraxus auf den Koordinaten 32-35. Der kann übrigens auch einen Mount droppen, falls ihr das noch braucht. Könnt ihr da mal vorbeischauen. Habe ich auch schon ein Video zu gebastelt. Als nächstes haben wir dann die Ersatzwaffe und diese Ersatzwaffe kriegen wir dadurch dass wir eine Truhe voller Ersatzwaffen uns besorgen und diese Truhe voller Ersatzwaffen kriegen wir auch wieder aus der Schwarzhundkiste raus, die sich hier unten befindet, könnt ihr einmal täglich looten, wie ihr die öffnet, habe ich euch vorhin schon einmal erklärt. Dann haben wir als nächstes Gesetzlosenflagge und für die brauchen wir 20 von dem Schleierstoff und dann noch einen seltsamen Stoffhut und den seltsamen Stoffhut bekommen wir durch einmal Sachen, die durch Cordy ausgebuddelt werden, dann einmal durch den Zahnstocher bei jeder wö wöchentlichen Quest und dann gibt es noch drei Rares, die den droppen und zwar einmal wieder unser Morok, dann der Sammler Kash hier unten und Gress kann das auch droppen. Und das allerletzte aller Item, was wir dann noch offen haben, ist Schme einmal hier Schmetterlinge. Und für dieses brauchen wir formbare Fleisch und dann freundliche Krabbeltiere. Und diese freundlichen Krabbeltiere wiederum, die bekommen wir im Ardenwald. Und zwar von einem Mob, nicht die Nachtmeere, sondern der schlummernde Kaiser. Und der schlummernde Kaiser ist ein Mob, der ein bisschen tricky ist. Der hat um sich rum so eine grüne Traumwolke rum. Und wenn ihr da hinlauft, dann kommt ihr ein paar Meter weit und dann werdet ihr quasi eingeschläft. Hat und könnt nichts mehr machen und dann werdet ihr aus diesem Traum nach ein paar Sekunden wieder rausgeportet und ja, war nix. Ihr müsst quasi hier rein und schnell genug an, an die Nähe von ihm und da eh schaden machen, dass ihr ihn aufdeckt und dann könnt ihr ganz normal gegen ihn kämpfen. Wenn ihr es halt nicht schafft, werdet ihr immer wieder rausgeportet und funktioniert halt nicht. Ich beim Druid habe es folgendermaßen gemacht. Ich bin mit meiner Reisegestalt rein, habe den Sprung eingesetzt und vorher habe ich schon die Baumrinde gezogen mit meinen... Ähm, Dornenranken mache ich dann um mich AE. Ich wurde dann zwar kurz eingesleept, habe um mich AE gemacht, habe ihn damit rausgetaggt, den Rare Mob, und konnte ihn danach umhauen, weil, ich, weil er mich kiddet hat und dann bin ich nicht mehr gesleept. Ne? Mit anderen Klassen müsst ihr vielleicht, äh, ich glaube, ein Leuchtfeuer geht auch rein oder ihr schmeißt irgendeinen AE, einen äh, quasi, äh, ja, Vielleicht die keine Explosion als Magier oder ein Feuerregen als Hexenmeister. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Wenn eure Klasse vielleicht nichts hat, dann ähm, müsst ihr vielleicht auf Verbündete zurückgreifen und oder ähm, wahrscheinlich gehen auch diese Inji-AE-Bomben, dass ihr einen rausholen könnt. Also da müsst ihr so ein bisschen bi rumprobieren, was ihr vielleicht machen könnt, um ihn da rauszukriegen, den Rare. Oder ihr wartet auf andere Leute, die euch dabei helfen können. Gut. Damit wären wir dann mit den ganzen Accessoires äh, durch und wenn ihr alle geholt habt, kriegt ihr dann beide Achievements. Sowohl das für 25 als auch für alle, ich meine, 35 ähm, Vorlagen. Damit sind wir dann am Ende vom Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.